EPD können sowohl Text- als auch Bild- und Videodateien abgelegt werden. Am Anfang werden vor allem PDF-Dokumente ausgetauscht, denn zurzeit ist dies praktisch das einzige Dateiformat, das zwischen einem Spital, einem Pflegeheim oder einer Arztpraxis ausgetauscht werden kann. In Zukunft soll im EPD gewisse Daten auch direkt über eine Eingabemaske erfasst werden können, zum Beispiel Angabe zu Impfungen oder Medikationen.